Tritt nicht den falschen Katzor Challenge. Katzor Challenge. Die Challenge ist abgebrochen. Ja. Die Wasserschlacht beginnt. Hey Leute, was geht? Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmittel-Kanal. Leute, heute haben wir was ganz Cooles vor. Passend zum Wetter, ne? Passend zum Wetter. Ja, passend zum Wetter. Wollen wir umziehen oder? Nee, Freunde, und zwar habe ich heute was ganz Besonderes geplant. Und zwar ist das die Tritt nicht den falschen Katzor Challenge. Katzor Challenge. Und wisst ihr was? Da ich so ein cooles Intro gemacht habe, fange ich mal an, oder? Was sagt ihr? Ihr beide schlüpft. Genau, Kathi macht Jogging. Erklär doch mal, was überhaupt abgeht. Ja, schau mal. Hier sind drei Kartons aufgestellt. Ja. Ihr beide schlüpft jeweils unter einem. Und ich werfe von, sagen wir mal, 2 Meter mit den. Was haben wir? War nicht geplant. Leute, ihr müsst wissen, es ist sehr spät, es ist sehr warm und die beiden haben, glaube ich, 20 Minuten auf mich hier oben gewartet. Also, in der Sonne. Genau, das Ganze werden wir noch mit den GoPros filmen und ja, wisst ihr was, wir können legen direkt mal starten. Los, ne? So, ich drehe mich um, ich suche das Karton aus. Am besten suche ich mir noch mal einen neuen aus, nicht, dass Claudio noch merkt, in welchem Karton ich bin. Ach, auch zu Claudio, ne? Ja, ich überlege gerade, wir sind noch 2 weiter, ob wir noch mehr aufstellen wollen. Also die Chance ist natürlich für uns größer, da nicht getroffen zu werden, ne? Stellt euch nah nebeneinander. Aber wir können ja erstmal anfangen mit 3 Kartons. Wenn ihr Hilfe braucht, kann euch die Kamerafrau helfen. Nee, kannst du gut helfen? Ja, die Kamerafrau meldet sich gerade. Ich habe schon eine ruinierte Frisur. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Bin irgendwie in den Karton hängen geblieben. Wir brauchen hier mal die Dinger zum Beschweren des Kartons. Ja, Freunde, ich werde Minimum einen treffen, weil die Chance ist gut. Ich meine, von 3 Kartons, 2 Leute sind drunter. Das wird lustig. Heute wird auf jeden Fall jemand nass. Wir brauchen genau nur in dem Karton, wo wir nicht drin sind, damit er nicht wegfliegt. Achso, okay, also das reicht schon. Damit wir Claudio täuschen können. Ja. René, was sagst du? Kriegen Sie es jetzt langsam hin? Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich glaube. Nee, dafür ist es zu warm, sorry. Also kriegen Sie es hin oder nicht? So, ich bin jetzt im Karton drin. Mal schauen. Kannst du mir sagen, ob ich darf, René? Seid ihr ready? Ja. Okay, ich mach nochmal ein bisschen den Abstand hier gleichmäßig. Ja, mach das. Freuen wir? Kannst die Kamera wieder übernehmen, René, wenn du Lust hast? Ich entscheide mich für den Mittleren. Also hier läuft auch gerade bei mir Wasser rüber, bis in meinen Karton. Tut mir leid, aber ich habe getroffen. Also, Claudio hat gleich 2 Leute gleichzeitig getroffen. Und zwar fließt das Wasser gerade auch in meine Hose hier weiter. Aber weißt du was, Tanja? Jetzt bist du. Ja! Genau. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich stehe auch mal wieder auf. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie nass meine Hose geworden ist. Tanja, dreh dich um. René? Ja? Guck mal. Wie nass meine Hose geworden ist, obwohl mein Karton nicht getroffen wurde. Dann komm, ich stelle uns jetzt wieder auf. Noch nicht! Warte noch nicht! Es dauert ja eine Ewigkeit. Was macht der denn da? Du darfst! Ich nehme den. Ich darf hingucken, ne? Ich nehme den mittleren Karton. Du darfst mit mehr gehen. Warte noch, kommst
So nah! Wieso sprichst du, Claudio? Dann weiß sie doch, dass du da drin bist. Wieso kommst du denn so nah? Aua! Du hättest ruhig auch noch mal winken können. Hallo, hier ist der mittlere Karton. Bitte in den mittleren werfen. Oh, oh, dann ja. Was soll das denn? Ich bin nicht gerade hier dran. Ja. Bitte schön. Ich habe eine Idee. Wir variieren das Ganze. Dort drin sitzt schon die Bauchnutz. Ich habe eine Idee. Wir machen es schwieriger. Claudio hat eine Idee. Ja. Wenn Claudio eine Idee hat, ich weiß nicht, das ist nicht immer so gut. Meine Popo ist nass. Wir verstecken uns. Genau, wir haben ein bisschen variiert und die Kartons ein bisschen anders aufgebaut. Hier wird sie mich niemals. Dreh dich um. Hier wird sie mich niemals finden. Vielleicht solltest du nicht sprechen, Claudio. Ich höre, aus welcher Richtung das kommt. Ja, okay. Jetzt. Dein Ernst? Ich entscheide mich für den linken. Wie bist du jetzt auf den linken gekommen? Ich geh noch mal ein bisschen näher ran. Warte, was? Was? Wer hat mich denn gesehen? Ich dachte, das wäre klug, wenn der Karton auf dem Boden liegt. Das war nicht klug. Nein, das war nicht klug. Hast du mich gesehen? Ich hab deine Füße auf deinen Rücken und alles. Hat man auf deine Füße gesehen? Claudio. Gut, ich will wieder, komm. Ich muss werfen üben. Kathi, geh mal dahinter, komm. Hier, nimm mal die Kamera. So, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder in den Karton schlüpfen. Die ist ganz einfach als. Soll ich mich umdrehen? Ich mache auch die Augen. Gut. Ich habe schon eine sehr, sehr gute Idee. Freunde, wir werden. Ich nehme schon mal Wasserballon. So, du musst nur gleich aufwachen, dass du mit mir kommst. Ja. Haben Sie? Guck mal, wie spannend die das machen wollen. Die wollen mich richtig austricksen. Das können die anderen am besten sagen, ich glaube schon. Kann jemand ein Zeichen nach oben geben? Daumen hoch oder so? Ja, können. Ja? Kannst. Okay, so René. Ich entscheide mich, glaube ich, für... Ich würde sagen, für beide entscheiden. Aua! Claudio, ich merke schon, das Ganze endet. Ja. Die Wasserschlacht beginnt. Hey, ich hab... Ey. Was soll das denn? Wisst ihr was? Ja, Freunde, die Challenge war nicht anders geplant als gedacht, aber gut. Ich halte mal Abstand von dir. Ey, ich habe eine Kamera. Ich bin hier neutral. Ich war eigentlich so nicht geplant. Alles. Bruder, gab wenigstens ein, bitte. Zwei. Ja, noch ein. Gib mir noch ein. Ja. Jetzt komm. Aber die klein. Hier, fang. Sitz dir weg, komm. Au! Du auch? Au! Alter, das tut mir weh! Claudio hat nicht getroffen. Ja, Freunde, ich würde sagen, die Challenge ist abgebrochen. Warum noch? Wir haben noch Wasserballon. Ich glaube, wir machen jetzt gerade hier eine ganz andere Challenge, als die ursprünglich geplant war. Überhaupt gar nicht so schlimm. Denn. Ja, Claudio ist nass geworden, wir hatten heute Spaß, uns ist nicht mehr ganz so warm. Und Leute, wenn ihr auch Spaß hattet, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.